Der aus meiner Sicht wichtigste Grund, warum es an der Wall Street gestern zunächst nach oben ging, war die Vorfreude auf die Vorstellung des Apple Vision Pro, die erste wirkliche Innovation, die Apple in den letzten 10 Jahren zeigen wollte. Und diese Vorstellung war eine Enttäuschung. Dementsprechend die Apple-Aktie, die vorher auf Allzeithoch war, ins Minus gedreht. Das hat die Gesamtmärkte mit nach unten gezogen. Und der VIX hat nun ein Kaufsignal generiert, also das Angstbarometer. Hier dürfte in den nächsten Tagen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen sein. Vielleicht haben wir jetzt Peak-Tech-Euphorie gesehen. Mal abwarten. Auf jeden Fall wollen wir uns das Bild, das sich an den Märkten bietet, mal anschauen. Hier dieses Apple Vision Pro, also diese Virtual Reality Brille, könnte man sagen, für schlappe $3.500 und das Ganze auch erst irgendwann 2024, Anfang 2024, wie es heißt. Das heißt, das wird noch gut ein halbes Jahr dauern, auf jeden Fall. Dann kommt es erstmal in den USA. Dann soll es später woanders eingeführt werden. Aber $3.500 sind zu viel, um ein echtes Massenprodukt zu werden und damit wirklich relevante Umsätze für Apple zu generieren. Dementsprechend war dieser Hype wahrscheinlich von Anfang an einfach Quatsch. Wir sehen, wie hier charttechnisch jetzt wir über das Bollinger Band, wenn Sie hier rechts neben dieser Apple Vision Pro gucken, wie die Apple-Aktie über dieses Bollinger Band rausgelaufen ist und dann mit dieser roten Kerze ein unschönes Wendesignal liefert. Wie gesagt, eigentlich die erste Innovation. Gut, 2014 hatten wir die Apple Watch, 2010 iPad, aber da ist nicht mehr viel gekommen, seit Steve Jobs gestorben ist oder nicht mehr am Start ist. Und jetzt haben wir die Situation, dass dieses Unternehmen Apple in dem letzten Jahr alleine für $100 Milliarden eigene Aktien zurückgekauft hat, gestern ein neues Allzeithoch gemacht hat und dennoch $200 Milliarden weniger wert ist, was die Marktkapitalisierung betrifft, als 2021. Das zeigt so ein bisschen die Verrücktheit dieser ganzen Geschichte. Die Apple-Aktie massiv teuer. Das gilt genauso wie für Nasdaq und Nifang, also praktisch so diese Tech-Werte, je nach Zusammensetzung teilweise mit historischer Überkauftheit, etwa diese Nifang Aktien, also da sind diese KI-Geschichten noch mit drin. Und wenn wir uns mal die Positionierung anschauen, es wird ja immer wieder gesagt, alle so bärisch, alle sind short im S&P Future. Das stimmt, der S&P Future ist stark geschortet, der Nasdaq Future ist stark gelongt. Wir sehen aber, wenn wir uns mal die Positionierung anschauen, die Goldman Sachs, die ja praktisch solche Dinge abwickelt, hier zeigt, dann sehen wir, CTAs, diese amerikanischen Vermögensverwalter, mit Rekordpositionierung pro Nasdaq gegenüber dem Russell. Wir haben ja jetzt praktisch gesehen, dass der Nasdaq gegenüber dem Russell ein neues Allzeithoch gemacht hat. Das ist historisch extrem, was wir hier sehen. Infotech ist natürlich der Sektor insgesamt. Praktisch Infotech auch als ETF wird extrem gespielt. Die Relation von Value zu Growth ist praktisch an einem Tief angelangt. Das heißt, keiner will Value-Aktien haben, alle wollen Tech-Aktien haben. Die Ratio zwischen oder die Positionierung jetzt auch bei Hedgefonds in Megacaps so groß wie seit 2 Jahren nicht mehr. Und der S&P 500 hat es ja gestern geschafft, 20% von dem Tief aus dem Oktober zu steigen. Und hat damit also einen neuen Bullenmarkt gestartet. Dieser Bullenmarkt startet bei 159% Marktkapitalisierung zum BIP, ist also der billigste Bullenmarkt aller Zeiten, könnte man sagen, der hier startet. Hier sehen wir das Resultat gestern, wie Apple dann die ganze Geschichte noch ins Negative gedreht hat. Dow Jones und S&P negativ, selbst der Nasdaq hat es noch ins Negative geschafft. Die Nebenwerte Russell 2000 sowieso deutlicher im Minus. Da hat diese Rotation, die am Freitag stattzufinden schien, die wurde ein Stück weit wieder rückabgewickelt. Der VIX, der zunächst weitergefallen war, dann mit einem Anstieg von knapp 1%. Und wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, der VIX ist allein in der letzten Woche jetzt. Und gestern ging die ganze Geschichte ja zunächst mal weiter und vorgestern, oder was ist heute Dienstag? Nee, gestern. Da sehen wir, dass der VIX allein in der letzten Woche 19% gefallen ist. Und wenn man jetzt mal guckt, dass der VIX 34% unter seiner 200-Tage-Linie ist, also extremst überverkauft, dann sehen wir, dass durchschnittlich in den nächsten 20 Tagen der VIX um 17% gestiegen ist. In 42 von 44 Fällen ist er sogar mindestens 30% gestiegen. Das heißt, es ist durchaus zu erwarten, dass wir hier einen VIX-Anstieg sehen.
Zumal der VIX in 80% der Fälle in den letzten 10 Jahren im Juni gestiegen ist. Gut, das ist so ein bisschen saisonale Statistik, meine Damen und Herren. Das muss nicht zutreffen, aber was eben sehr wahrscheinlich ist, eine überragende Wahrscheinlichkeit ist, dass der VIX hier weiter ansteigt. Wie kann man das spielen? Schwer zu spielen. Man kann den VIX als Future handeln, aber das ist für viele nicht geeignet. Man kann den VIX als CFD handeln. Allerdings sind da die Spreads, die Unterschiede zwischen Kauf- und Verkaufskurs extrem groß. Dazu hat man immer ein Zeitproblem, weil diese Kontrakte auslaufen. Also es ist schwer zu spielen, vielleicht mit Zertifikaten, aber das sind tendenziell eh schlechte Produkte. However, schauen wir uns hier diese Struktur beim VIX mal an. Oben sehen wir, wenn Sie da mal bei der oberen Grafik unten gucken, diese Umkreisungen, sehen wir ein ähnliches Muster, wie wir es Anfang Mai hatten, als dann die Märkte zumindest korrigierten. Jetzt ist der VIX noch viel tiefer. Und Jim Cramer hat gesagt, ja, die größte Lektion aus dem Mai ist, dass du manchen Schmerz ertragen musst, um dann groß zu gewinnen. Das könnte diesmal für den Juni auch für die Bären gelten, dass die also im Mai einen großen Schmerz ertragen mussten, um dann im Juni groß zu gewinnen. Wir werden sehen, jedenfalls sehen wir, dass der Nasdaq eben jetzt praktisch höher über seinem 100-200-Tages- oder weiter weg von seinem 200-Tages-Durchschnitt handelt, als damals auf dem Allzeithoch Anfang 2021. Alle sind im selben Boot. Wir sehen jetzt, dass nur in der Dotcom-Blase der Technologiesektor eine solche Performance gegenüber dem Gesamtindex gemacht hat. Wir sehen, dass noch nie in den letzten 30 Jahren weniger Aktien diesen Anstieg ermöglicht haben. Und jetzt könnte man ja sagen, na gut, wenn Apple und Co. zwar stark gewichtet sind, aber eben auch den Großteil der Gewinne abschöpfen, dann ist das gerechtfertigt. Aber ist das so? Das sehen wir hier in der oberen Grafik. Nein, der Anteil dieser Megacaps, dieser Tech-Megacaps am S&P 500 in Sachen Marktkapitalisierung steigt, aber die Gewinne, die diese Aktien beitragen in Relation zu den Gesamtgewinnen der S&P 500 Unternehmen, ist kontinuierlich rückläufig. Das heißt, diese Unternehmen werden immer teurer in Relation zu dem, was sie faktisch erwirtschaften. Hier hat jetzt Bank of America übrigens nochmal klar gemacht, dass das Earnings per Share Growth weltweit gesehen weiter deutlich nach unten zeigt, also praktisch die Gewinne der Unternehmen tendenziell sich noch verschlechtern dürfen. Gleichzeitig herrscht totale Euphorie, sehen wir das Put-Call-Ratio. Das hatten wir 2022 am Top gesehen. Damals Anfang 2022, am 5. Januar, begann dann der Abverkauf mit dem Protokoll der FED 2022, 5. Januar, als die FED klar machte, wir werden die Zinsen anheben. Der S&P 500, ich hatte es gestern gezeigt, steht jetzt da, wo wir waren, als die Zinsen noch bei Null waren. Jetzt sind wir über 5%. Vielleicht werden die Zinsen noch weiter steigen, aber wahrscheinlich nicht sehr bald, sehr schnell fallen, obwohl wir gestern schwache Konjunkturdaten auch aus den USA gesehen haben. Wir haben die Industrieaufträge gesehen. Wir haben vor allem aber den ISM-Dienstleistung gesehen, der deutlich schwächer war als erwartet. Alles deutlich rückläufig. Das zeigt, dass der Dienstleistungssektor jetzt praktisch beginnt abzukühlen. Das war der Sektor, der die Wirtschaft praktisch noch oben gehalten hat. Und in Europa, wenn wir uns hier unten diese ganze Geschichte mal anschauen, dieser orangene Chart, wie soll ich das sagen, ne? Also das, was hell ist, ne? Unten, das ist praktisch die Relation zwischen dem Economic Surprise Index aus Europa in Relation zu dem aus den USA. Mit anderen Worten, die Daten in Europa sind noch viel schlechter als in den USA, respektive deutlich schlechter als in den USA. Wir hatten zuletzt ja ganz ordentliche Daten gesehen, deswegen der im oberen Chart sichtbare Economic Surprise Index ja nach oben gegangen. Aber wo sind die großen Widersprüche? Wir sehen auf der einen Seite, der S&P 500 steigt immer weiter, aber die Junk Bonds, also die Achillesferse der Märkte, da wo praktisch die höchsten Kreditausfallrisiken sind, die haben sich zwar ein bisschen erholt, aber lange, lange nicht so wie der S&P 500, da bleibt man weit hinter dem zurück. Das ist die größte Lücke, die ich und die andere in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Das gleiche gilt für den Unterschied zwischen dem Nasdaq und den Anleiherenditen. Wir haben ja gesehen, dass die Anleiherenditen weiter steigen. Der Nasdaq steigt trotzdem. Und warum man vorsichtig bleiben sollte aus meiner Sicht und nicht hier FOMO
entwickeln sollte. Das bringt JP Morgan auf den Punkt. Erstens haben wir diese Rezessionsrisiken, die sich weiter manifestieren. Und zweitens dürften jetzt 1,1 Billionen an Liquidität aus den Märkten genommen werden. Nach diesem Deal zur Schuldenobergrenze kommt jetzt wahnsinnig viel Angebot auf den Markt in den USA an Anleihen. Das muss jemand kaufen. Damit entsteht Liquiditätskonkurrenz in Deutschland, respektive in Europa, nicht in Deutschland. Werden die Banken praktisch Geld an die EZB zurückzahlen müssen, diese Teltros. Und das ist dann praktisch nur für die USA die schlechteste Liquiditäts- oder die extremste Liquiditätskontraktion seit Lehman, wie hier JP Morgan schreibt. Und jetzt kommt dazu, dass durch diese Schuldenobergrenzen-Deal jetzt dann diese Aussetzung der Studentenkredite enden wird. Und das ist für Millionen von Amerikanern ein richtiges Thema. Die haben sich verschuldet, als sie studiert haben. Die leben jetzt schon auf Pump, die leben auf Kreditkarte überziehen, zahlen dafür schon mal 20 oder mehr Prozent Zinsen. Jetzt müssen sie sogar noch diese Studentenkredite zurückzahlen, die eben wegen Corona ausgesetzt waren. Unten sehen wir schon, dass in allen Kategorien bei Kreditkarten die Ausfallraten steigen. Und zwar sind das wirklich ernsthafte Delinquencies, also mehr als 90 Tage Zahlungsrückstand. Das zeigt, dass die dann wirklich platt sind, offenkundig diejenigen. Also wir sehen, dass das auch von dem Konsumenten her schwieriger wird. Und das Argument der Tech-Bullen war ja immer, naja, Tech hat ja nichts mit Wirtschaft zu tun, oder? Man hat das also praktisch als Flucht vor einer Rezession gesehen. Aber irgendwer muss diese teuren Apple-Produkte kaufen. Irgendwer muss bereit sein, als Unternehmen bei Google Werbung zu machen. Irgendwer muss sozusagen Amazon-Produkte auch bestellen, sonst wird die ganze Geschichte schwierig. Und auch die Banken in den USA gestern unter Druck, weil die Kapitalanforderungen für Banken erhöht werden sollen. 20% höheres Kapital wird hier angefordert, offenkundig laut einem Bericht des Wall Street Journal. Das gilt für alle Banken, über 100 Milliarden Dollar an Assets. Da sind viele Regionalbanken dann auch schon dabei, andere nicht. Wir sehen, dass dennoch die Regionalbanken nach unten gegangen sind. Aber das heißt, dass auch die Großbanken dann weniger willens und wahrscheinlich auch in der Lage wären, dann eben diese Regionalbanken zu retten. Wie schaut es jetzt nochmal aus in Sachen Zinsen, wenn wir in die USA blicken? Hoffen die Märkte, dass die Fed nächste Woche nichts tun wird. Wir haben aber noch die Inflationsdaten in der nächsten Woche. Die Australier jedenfalls haben völlig überraschend heute Nacht die Zinsen angehoben. Damit hat man überhaupt nicht gerechnet, dass der australische Dollar deswegen gestiegen. Kommen wir nach Europa. Und zunächst mit einer schlimmen Nachricht, hier ist dieser Kachowka-Staudamm gesprengt worden oder auf jeden Fall ist hier massiv Wasser, jetzt ein massiver Durchbruch. Das wird bedeuten, dass ganze Gebiete überschwemmt werden, das wird viel Not und Elend über die Menschen bringen und das wird vielleicht auch eine Eskalation dieses Krieges mit sich bringen. Die Kiewer oder die Ukrainer sagen, die Russen waren es, die Russen sagen, das ist durch ukrainischen Beschuss passiert, also man schiebt sich gegenseitig die Schuld zu, schwer zu sagen. Ich stecke nicht drin, das ist nicht belegbar. Jetzt zunächst mal, was belegbar ist, ist aber die Deindustrialisierung in Deutschland. Wir sehen, nachdem im letzten Monat die Industrieaufträge bereits um 10% eingebrochen waren, hatte man gehofft, dass sich das Ganze erholen wird. 2,8% plus heute erwartet für die Daten, die heute früh veröffentlicht wurden. Es ist wieder negativ, minus 0,4%. Hier schreibt der Jörg Rehmer, Chefvolkswirt der Commerzbank, die Auftragseingänge haben sich nicht erholt. Das ist ein schlechtes Zeichen, zumal auch die anderen Frühindikatoren in der Industrie nach unten weisen. Die technische Rezession im Winterhalbjahr, ja, wir hatten ja zwei Quartale jetzt negativ, war wohl kein Ausreißer. Ich glaube, jetzt beginnt die ganze Geschichte natürlich erst. Auch eine Folge der desaströsen Energiepolitik aus meiner Sicht, wie Clemens Fuß hier vom IFO formuliert, sagt er, in Deutschland ist eine fatale Neigung in der Wirtschaftspolitik entstanden, die freie Preisbildung einzuschränken und staatliche Preise zu verordnen, die mit den Kosten nichts zu tun haben. Das ist schon in Richtung Sozialismus, es ist halt grüner Sozialismus, du sollst, du darfst nicht und das kostet das, auch wenn es eigentlich viel mehr kosten würde, wenn wir freie Märkte hätten oder weniger kosten würde, wenn wir wirklich freie Märkte haben würden. Wir aber schaffen die freien Märkte ab. Damit eliminieren wir im Grunde Preisimpulse. Wir
schränken Kreativität ein, weil letztendlich eben Kosten gedeckelt werden. Das ist zwar hübsch für den Einzelnen auf eine kurze Zeit, muss er aber dann über Steueranhebungen hintenrum, wie mit den Subventionen, teuer bezahlen. Das ist ja das Prinzip. Wir verteuern Energie künstlich, um dann hintenrum über Verschuldung, neue Verschuldung, die wiederum Steuererhöhungen nach sich ziehen werden, das Ganze zu subventionieren. Man muss sich an den Kopf fassen. Jetzt will man seitens der Regierung eine Energiediät sozusagen machen. Die Deutschen sollen also weniger Energie verbrauchen, egal ob fossil oder was, wo auch immer. Und hier ein Tweet, der zeigt, dass Saudi-Arabien baut riesige Solarparks, die extrem günstig produzieren können. Dort wird niemand auffordern, den Energieverbrauch zu senken oder in irgendeiner Form in diese Richtung zu gehen. Und das bedeutet, dass Investitionsentscheidungen in der Zukunft gegen Deutschland getroffen werden. Mit einer solchen Politik ist hier kein Staat zu machen. Das haben die Ausländer längst kapiert. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Noch zum Schluss einer, der direkt dazu passt. Aufgrund dieser Vorgaben, die jetzt durch die Politik gemacht werden, könnten sich die Immobilienpreise von älteren Bestandsimmobilien halbieren in nächster Zeit. Das ist faktisch wegen dieser Energieeffizienzklassen faktisch eine Enteignung weiter Teile der deutschen Bürger, könnte man sagen. Erste Empfehlung unbedingt lesen, zweite Empfehlung, der Dollar als Waffe. Der Widerstand wächst weit. Sie wissen, die BRICS-Staaten versuchen da ein Gegengewicht zu setzen. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung, was macht unser DAX, der gestern ja schwächer war, wie der Dow Jones auch, weil die US-Konjunkturdaten schwach waren. Das Ringen um die 16.000er Marke, also diese drei Artikelempfehlungen. Ich sage Servus, ciao.